Kanal. Heute zum Review zum Skelett aus der Big Fig Reihe, also zumindest aus der ersten Serie der Big Fig Reihe von Minecraft. Das hier hat mir noch gefehlt, die anderen beiden habe ich schon. Jetzt habe ich das letzte auch bekommen. Das Beatbit habe ich schon von gemacht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das müsste jetzt einen Tag vorher online gegangen sein. Wenn nicht, verlinke ich es hier oben nochmal in der Ecke. Und dann kommen wir, glaube ich, erstmal auf die Anleitung zu sprechen. Zur Anleitung kann man sagen, ist das ganz normale Format. Hier hat nur der Oberkörper und dieser Lavaklumpen zu sehen. Ein bisschen Werbung. Und dann baut man hier halt, also das sind zwar zwei, drei Tüten, aber es ist ein ganzer Bauschritt. Das heißt, da ist nichts in zwei oder drei Bauschritte geteilt. Und dann ist man hier bei Seite 35 fertig. Ja, sieht man's? Hoffe mal, ja. Und dann hat man hier noch ein bisschen Werbung für Lego Live. Hier noch die anderen beiden. Und hier noch andere Minecraft-Sets, die mit der Welle erschienen sind. Sowie hier noch eine Teileliste. Das war's dann mit der Anleitung. Dann kommen wir zum Set. Zumindest zu dem Skelett. Nicht Set, Skelett. Und hier ist es. Ist sehr beweglich. Beine kann man bewegen. Auch getrennt voneinander. Arme kann man bewegen. An alle Seiten. Kopf kann man auch bewegen, drehen. Alles möglich. Also Minecraft hat ja generell keine Sticker. Und deswegen ist auch dieses Gesicht hier bedruckt. Ist aber auch das einzigste bedruckte Teil, außer das hier noch. Hier ist noch eins. Man kann ja auf jeden Fall, wie ihr schon gesehen habt, den Helm abnehmen. Hier sind ja ein paar Noppen dran. Die anderen beiden Big Figs haben auch Noppen. Das heißt, man kann den Helm theoretisch hier abnehmen und zum Beispiel bei Alex oder Steve drauf tun. Ist auf jeden Fall sehr witzig. Und hier hat man dann noch den Bogen. Jeder Big Fig ist ja bisher ein exklusives Teil vorgekommen, wo man halt diese Werkzeuge mit darstellt. Und hier ist es halt ein Bogen. Der hat ja auch einen Spring Loaded Shooter dran. Da drückt man einfach hier hinten drauf und dann schießt es. So, ging jetzt schnell. Hoffe, ihr habt es gesehen. Kann man ja einfach wieder nachladen, wenn es will. Upsala. So. Einfach rein. Dann ist geladen. Und dann hat man hier noch einen Ersatz dabei. Falls die einmal verloren geht. Was ziemlich schade wäre. Was ich doof finde, ist, dass das Skelett nur schwer eigenständig steht. Also es fällt gerne mal um, weil der Kopf ziemlich schwer ist und die Beine ein bisschen klein dafür sind. Aber zunächst gucken wir uns mal diesen Lava Cube an. Der ist ziemlich witzig, hat ja halt diese Feueraugen bedruckt und hat ja zwischendurch ein paar schwarze, dunkelbraune Akzente. Mit dem Weinrot gefällt er mir ziemlich gut. Nein, kann man, wie eben gerade gesehen, auf und zu machen. Das sieht dann so aus, als würde er essen. Yum, 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 yum. Hinten hat er dann noch Noppen. Das ist so eine umgedrehte Platte, die hier auch bei den Füßen verbaut ist. Und den kann man dann auch auf eine Plate stellen. So. Das war es dann, glaube ich, schon zu dem Set. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Und zum Schluss gibt es nochmal die Rundum-Umsicht. So, das war's jetzt mit dem Video. Bis zum nächsten Video und ciao.